Einen schönen guten Abend aus Prag. Ich heiße Joanna Gwiazdecka und leite das Rosa-Luxemburg-Stiftung Büro in Prag. Unsere heutige Veranstaltung sollte ursprünglich aus Prag und aus Berlin moderiert werden. Mein Kollege Fabian Wysocki ist leider heute erkrankt und kann sich nicht als Moderator in unsere Debatte zuschalten. Ich möchte ganz herzlich unsere beiden Sprecherinnen begrüßen, Ines Schwertner, Chefredaktorin der deutschen Ausgabe der Zeitschrift Jacobin, und Apolena Rychlíková, Dokumentaristin und Redaktorin der tschechischen Online-Zeitschrift Alarm. Bevor wir unsere Debatte starten, möchte ich an Apolena eine Gratulation zu dem Preis von feministischen Preis von Františka Plaminková. Für unsere deutschen Gäste würde ich ergänzen, dass es sich um einen sehr wichtigen, jedoch alternativen Preis, der jedes Jahr durch den Brno feministischen Kollektiv Združení verliehen wird. Also Gratulationen, Apolena. Vielen Dank. Jetzt beginne ich unsere Debatte und zwar mit zwei Fragen. Die erste Frage geht an Ines. Wie sieht die Lage der Linken in Deutschland nach den Wahlen aus? Und eine ähnliche Frage an Apolena. Wie sieht die Lage der Linken in Tschechien vor den Wahlen aus? Ich übergebe das Wort an Ines. Okay, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und zu lernen, vor allem auch über die tschechische Linke, von der ich nicht so viel weiß. Deswegen vielen Dank für die Einladung. Genau, also die eine Woche nach der Bundestagswahl ist der Schock ein bisschen überwunden über das schlechte Ergebnis der Linken. Und ja, ich werde versuchen, so in 5-6 Minuten so ein paar Thesen zu haben, weshalb ich glaube, dass es das Ergebnis jetzt so schlecht war, und dann können wir gerne diskutieren und ihr stellt Fragen im Anschluss. Ja, also zum einen ist es so, dass insgesamt das linksliberale Spektrum oder Mitte-Links-Spektrum eigentlich dazu gewonnen hat, also dass die Sozialdemokraten und die Grünen dazu gewonnen haben und es tatsächlich fast eine Mitte-Links-Regierung möglich gewesen wäre, Rot-Rot-Grün, Rot-Grün-Rot, wie auch immer. Es ist aber auch daran gescheitert, ist, dass die Linke so viel schlechter abgeschnitten hat, nämlich ihr Votum eigentlich halbiert hat, also von über 10% auf jetzt 4,9%. Und es ist nur eine besondere Regelung, weil die Linke 3 Direktmandate gewonnen hat, 2 in Berlin und 1 in Leipzig, dass sie mit den 4,9% überhaupt ins Parlament wieder als Fraktion einziehen kann. Das heißt, es war wirklich extrem Glück, diese 3 Direktmandate gewonnen zu haben, dass man überhaupt wieder als Fraktion vertreten ist. Und das heißt, es ist wirklich die allerletzte Chance eigentlich, etwas jetzt zu tun in den nächsten Jahren, um das Ergebnis wieder zu verbessern. Das ist die Ausgangslage jetzt. Und wenn man sich die, wenn man sich die Wahl anguckt, also welche Wähler gewandert sind, kann man sehen, dass offenbar viele bis zu 500.000 taktisch gewählt haben, das heißt geglaubt haben, dass sie ihre Stimme besser den Sozialdemokraten geben oder den Grünen, weil sie geglaubt haben, dass da ihre Stimme besser aufgehoben ist, in einem Mitte-Links-Bündnis in einer Regierung. Das heißt, die Linke hat fast 500.000 Wähler an Rot und Grün verloren. Ein anderer großer Teil ist zu den Nichtwählern gegangen oder sind verstorben. Und das zeigt eigentlich ziemlich genau die Zerrissenheit innerhalb der Linken in 2 verschiedene Richtungen, was, glaube ich, auch symptomatisch ist für die Linke als Partei allgemein. Gleichzeitig muss man sagen, und darauf kommen wir vielleicht später auch, dass am gleichen Tag in Berlin gewählt wurde und auch es einen Volksentscheid gab zur Vergesellschaftung von Wohnraum, den wir glücklicherweise gewonnen haben. Also es ist ein sehr ambivalentes Gefühl, dass gleichzeitig eine gute Mehrheit in Berlin für eine radikale sozialistische Politik gestimmt hat und gleichzeitig auch da die Linke nicht dazu gewinnen konnte und die Linke im Bundestrend ebenso verloren hat. Also deswegen, ja, ich persönlich war sehr ambivalent an dem Abend, weil ich mich sehr gefreut habe, so etwas, das erste Mal etwas zu gewinnen, so einen Volksentscheid, und gleichzeitig hat die gesellschaftliche Linke eben massiv verloren. Genau, aber um wieder zu dieser Spaltung zu kommen,
gibt es zwei Trends, die beunruhigend sind. Ein Trend ist, dass die Linke im Osten verliert. Also die Geschichte der Linken besteht ja daraus, dass sie eben aus der Ost-PDS entstanden ist und aus dem im Westen in der WASG, was wiederum eine Abspaltung auch zur Sozialdemokratie war. Das heißt, in der Geschichte der Linken gibt es eben einmal diese Reformer Ost-PDS, die eine Volkspartei war, plus eine rebellische, sage ich mal, antikapitalistische Linkspartei im Westen. Und die beiden sind fusioniert. Und jetzt ist es allerdings so, dass im Osten sehr viele sterben, sehr viele linken Wähler sterben und die soziale Basis im Osten verloren geht, vor allem im ländlichen Raum. Das, was im Westen nachkommt und in den Städten, reicht aber nicht aus, um diesen Prozess auszugleichen. Das heißt, tatsächlich, was man ja hofft, dass urbane Milieus, die ansprechbar sind für linke Politik, gleichen den Verlust im ländlichen Raum nicht mehr aus. Genau, und so kommt es insgesamt dazu, dass die Linke insgesamt immer weiter verloren hat in den letzten Jahren. Also das konnte man auch schon in der Europawahl sehen und hat sich jetzt eben noch einmal gesteigert. Und man sieht es auch in allen Landtagswahlen in Ost und West. Also das heißt, selbst jetzt in den Ländern, wo es noch immer gut gegangen ist, in Berlin oder in Thüringen, auch da gehen die Zustimmungswerte sukzessive zurück. Genau, deswegen kann man nicht sagen, es ist nur ein Problem des Ostens oder nur ein Problem des Westens, sondern ja, beides bedingt sich auch so ein bisschen. Und man hat, glaube ich, auch gesehen, jetzt an der Konstellation insgesamt, dass die Menschen wieder die SPD wählen, die Sozialdemokraten, wenn sie eine bisschen linkere Politik anbieten und dass das Modell der Linken, die bessere Sozialdemokratie zu sein, nicht mehr funktioniert, sobald es wieder eine halbwegs vernünftige Sozialdemokratie gibt. Das heißt, dass das eigene sozialistische Profil gar nicht ganz klar ist, sondern dass auch in der Geschichte allein im Osten die Partei immer auch schon eher eine sozialdemokratische Partei war. Das gehört zum Teil der Geschichte und zum Teil der Wahrheit dazu, was jetzt eben zum Problem wird, dass man nach 10 Jahren kein gemeinsames sozialistisches Profil entwickelt hat. Genau. Und die teils entgegengesetzten Milieus, die man eben versucht anzusprechen, das sind dann Arbeitslose, die man verloren hat, viele auch Arbeitnehmer, die man verloren hat. Bei dieser Wahl haben zum Beispiel nur 6,6% von Gewerkschaftern die Linke gewählt, was eigentlich Menschen, die in der Gewerkschaft organisiert sein sollten, eigentlich natürlicherweise sich bei der Linken zu Hause fühlen. Aber auch dieser Anteil ist eben geschrumpft. Und das heißt, dieses Milieu fällt weg. Und die anderen, das studentische, akademische Milieu, wählt zum Teil eben auch sehr stark die Grünen. Das heißt, es gibt eine starke Konkurrenz in diese beiden Richtungen, zu den Nichtwählern und eben zu den Grünen auch. Und dann gibt es, glaube ich, insgesamt so eine Unklarheit in der Strategie, die sich darin ausdrückt, weil man nicht weiß, wen man genau ansprechen soll. Und diese Unklarheit ist allgemein eben zu sehen, wen man anspricht, aber auch in der Debatte, ob man regiert oder nicht. Es gibt dann sehr starke Debatten dazu, ob es hilft zu regieren oder ob man immer in der Opposition bleiben sollte. Da steht sich Ost und West auch zum Teil gegenüber. In der Debatte um Europa, ob man Europa reformieren kann oder ob man Europa in der Art, wie es funktioniert, ob es einfach komplett umgebaut werden kann, ob einfach der gesamte Maastricht-Vertrag eigentlich aufgelöst werden muss, ob man sehr kritisch ist. Das wird auch wieder zu den nächsten Europawahlen eine große Streitfrage werden. Also das ist nicht gelöst. Genau, und jetzt aktuell auch zur Corona-Politik war die Linke eben auch sehr stark unterschieden zwischen einer Zero-Covid-Strategie, also einfach alles runterfahren, und einer Strategie, die auch Bürgerrechte vertreten hat oder die eben sehr stark die Regierung angreifen wollte. Also es gab auch da keine klare Positionierung, weil einfach tatsächlich real es zwei sehr unterschiedliche Camps gab in der Linken und insofern keine gerade Strategie da drin. Und die Linke hat während der Pandemie dadurch leider sehr verloren, weil sie weder die Stimme der sehr Unterdrückten war während der Pandemie, während der armen Menschen, und gleichzeitig eben auch nicht sehr stark die Regierung angegriffen hat. Und ich glaube, das waren in den letzten Monaten auf jeden Fall, hat nochmal die Dynamik auf jeden Fall verschärft. Genau, vielleicht erst einmal dazu, wenn das reicht.
Ja, danke schön, Ines. Teď předám slovo Apoléně, která... Und jetzt würde ich an Apoléna das Wort übergeben und die uns sagt, wie die Situation in Tschechien vor den Wahlen aussieht. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich und vielmals, danke vielmals für die Einladung und danke auch allen, die dabei sind und diese Debatte verfolgen. Ich hoffe, dass Sie uns auch Fragen stellen, weil ich bin immer froh, wenn die Diskussion mehr als Dialog ist. Ich bin sicherlich kein Fachmann für die tschechische linke Politik. Aber ich versuche das zusammenzufassen, die Grundthesen zum Beispiel. Und in Reaktion an Ines möchte ich sagen, dass der Begriff linke Partei erlebt auch in den postkommunistischen Ländern einen Transformationsprozess. In der Tschechischen Republik ist das extrem in den diesjährigen Wahlen, auch nach den 30 Jahren nach 1989, nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das Wort wird eigentlich noch stärker abweisend. Also das ist so ein Aufkleber, eine Parole, wo der Rest des rechten Sektors versucht, sich zu mobilisieren, also gegen die Linke. Nicht nur die Themen, aber auch einige Reden und einige Parteien machen das so. Und nachdem werden auch die diesjährigen Wahlen aussehen, die sind extrem zugespitzt. Das hat viele Gründe. Diese parlamentarische linke Vertretung hat in den letzten 8 Jahren auch einen Transformationsprozess erlebt, also die Sozialdemokraten zuerst, und die sind ja 8 Jahre an der Regierung, wobei die ersten 4 Jahre hatten sie einen Premierminister, und die 4 Jahre nach dem großen Wahlverlust von Bohuslav Sobotka und der Andrej Babiš hatte ihn ersetzt, und die sind fast paralysiert dadurch, dass der Andrej Babiš das Elektorat übernommen hatte. Tatsächlich gibt es in der tschechischen Debatte, gibt es da quasi der letzte Garant von etwas des sozialen Staates. Im Unterschied zu Deutschland kann man wirklich das nicht als Sozialstaat bezeichnen. Gegenüber die Schwächsten kann man fast eine Sozialrepression sprechen, weil die Menschen bei uns, und das sind ganz viele, die sind sehr, sehr arm, und das soziale System ist überhaupt nicht zugänglich und durchgängig, und es werden immer noch Gesetze verabschiedet, die Lage der Ärmsten noch verschlimmern und verschärfen, und daran beteiligt sich eigentlich die Sozialdemokratie auch, und die zweite, die kommunistische Partei auch. Die sind in den letzten Jahren quasi die stille Unterstützung der Regierung bzw. von Andrej Babiš, und bei vielen Maßnahmen, wie zum Beispiel 100%iger Lohnersatz für die Arbeitenden, für die Menschen in den Fabriken, haben die nicht für diese Maßnahmen gestimmt, die Kommunisten. Es gibt Millionen Arbeiter, die zumindest eine Grundsicherheit anbieten würden. Also das in Kombination in der scharfen anti-linken Kampagnen verursachte das, dass die gegenwärtige Situation der Linken in Tschechien, also ist fast sehr wahrscheinlich oder fast möglich, dass sie das erste Mal in der Geschichte der Tschechischen Republik überhaupt nicht im Parlament vertreten werden. Also weder die KSČM noch die ČSSD, also wegen noch die Sozialdemokraten noch die Kommunisten. Und wahrscheinlich wird es auch kein relevantes Subjekt, der die linke Politik vertreten würde, während es zugegeben würde, dass diese Politik linke Züge hat. Am nächsten wären das die Piraten, aber die sind die Zielscheibe der Antikampagne, also da sind Neomarxisten quasi bezeichnet worden. Das war ein Begriff, der nur Neonazisten genutzt haben früher, und Konspirationsinternetzeiten hatten das auch so. Aber dieser Begriff ist also der Neomarxismus ist alle, also für Neomarxismus wird alles bezeichnet, also die Unterstützung der Kinder in den benachteiligten Familien oder kostenlose Mittagessen für die Kinder in den Schulen oder so. Und wir spüren alle stark die Absenz der linken Philosophie in der Politik, ein Forschungsergebnis der Friedrich-Ebert-Stiftung zeigen das,
also eine Gesellschaft unterschiedliche Welten. Dort spricht man davon, dass dieses Rufen der Tschechen und Tschechinnen nach dem gemeinsamen Narrativ widerspiegelt sich nur in der Instanz des Volkes, das eigentlich infolge der Absenz der linken Narrativen der letzte Zufluchtsort der Gegenseitigkeit geblieben ist. Also die Menschen verbindet nur das, dass sie eine Sprache sprechen. Also die Situation ist sehr zugespitzt. In der Antimigrationskampagne, große Kampagne gegen Steuern, unsere Wahlkampfdiskussion, gibt es keine Klimadebatte dabei. Und das ist kein Thema, kein Subjekt, keine Partei, die relevante Meinungen in der Klimaschutzpolitik hätten oder linke Politik hätten. Also man kann voraussetzen, dass es möglich ist, dass in der Tschechischen Republik das erste Mal wirklich das Parlament ohne erklärte linke Partei zustande kommt. Vielen Dank, Apolena. Ich habe noch eine Frage, die daran anknüpft, was du gesagt hast. Wie die Kommunisten, sowohl die Sozialdemokraten, das war doch die hatten das Hauptthema Wohnen in der Wahlkampf. Welche Erfahrungen haben diese Parteien mit diesem Thema? Ich muss sagen, dass ich denke, dass mindestens das Programm der Kommunistischen Partei im Bereich Wohnen, damit befasse ich mich sehr, ist ziemlich vage, ziemlich leer. Und das Programm der Sozialdemokraten ist sehr gut durcharbeitet. Aber die haben sich wirklich 8 Jahre lang daran beteiligt, wie das Land hier funktioniert. Und auf einmal sind die nicht mehr glaubwürdig, wenn sie sich um diese Themen, um diese Problematik befassen. Also die Sozialdemokraten haben eine Kampagne aktuell, also gegen billige Arbeit ausgerichtet. Aber wie gesagt, im Augenblick, wo auch die Schlüsselministerien wie das Ministerium für Arbeit und Soziales mit sozialdemokratischen Politikern besetzt worden sind, dann wirkt das ein bisschen komisch, wenn diese Themen, also ich bin dankbar, dass diese Themen kommuniziert werden, das sind wichtige Themen, aber das wirkt sicherlich ein bisschen komisch, wenn erst vor Wahlen diese Themen kommuniziert werden. Ich befürchte leider, dass es ein Misstrauen gibt gegenüber beiden Parteien, also der Misstrauen ist ziemlich hoch. Und das hängt mit der Kampagne zusammen. Auch der Babiš an sich hatte genannt, also der sagt auch, dass jemand links ist, damit er Diskreditierungsmaschinerie starten gegenüber von Parteien, die überhaupt keine Linksparteien sind. Also dieses Jahr in der Tschechischen Republik funktioniert es. Die linken Parteien haben eine Reihe von Fehlschritten gemacht, aber das ist eine breite Debatte wert. Also das ist die tiefste Krise, die es in den letzten Jahren gab, was die linken Parteien da sind. Und das sauere Elektorat geht nicht nur zum Babiš, aber auch zu ultrarechten Parteien. Das heißt bei uns SPD, aber das ist ähnlich wie AfD in Deutschland. Und dort finden sie und stoßen sie auf Verständnis. Jetzt auch eine Frage zu dem gleichen Thema an Ines. Das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen war mit 56% Zustimmung in Berlin erfolgreich. Warum konnte aber die Linke davon bei den Abgeordnetenhauswahlen nicht profitieren? Ja, eine sehr schwierige Frage, die auch viele beschäftigt hat, weil tatsächlich die Linkspartei die einzige Partei war, die das Volksbegehren zu 100% unterstützt hat. Also die SPD war ganz dagegen, die Sozialdemokraten sind Verfechterin gegen Enteignung. Und die Grünen waren so halb, haben gesagt, ja, sie unterstützen es, aber sie würden auch gerne mit den Unternehmen einen Pakt machen. Und deswegen war eigentlich die logische Schlussfolgerung, die Linke zu wählen, wenn man für das Volksbegehren war. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass erstens die Sozialdemokraten eben bundesweit im ganzen Land sehr viel dazu gewonnen haben. Davon hat auch die Berliner SPD profitiert natürlich. Aber das ist, glaube ich, nicht die ganze Antwort, sondern es ist auch ein Teil der Linkspartei selbst, weil sie war eben in einer Regierung mit SPD und Grüne. Und der Senat in Berlin hat selber den Mietendeckel verabschiedet. Das heißt, sie haben versucht, die Mieten zu deckeln und über 5 Jahre einzufrieren. Das ist gescheitert juristisch. Das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel gekippt.
Und die Berliner Bevölkerung, also ich habe ja auch mit Hunderten und Tausenden gesprochen für das Volksbegehren, haben es dem Senat sehr übel genommen, dass sie so etwas gemacht haben, wovon sie wussten, dass es scheitern könnte. Weil viele Berlinerinnen und Berliner mussten dann wieder Geld zurückzahlen, also hatten ein Jahr lang weniger Miete, wussten aber, sie müssten das Geld wieder zurückzahlen. Und deswegen haben viele gesagt, haben das so in einen Topf geworfen und gesagt, der Berliner Senat hat versagt. Und die Linke hatte eben auch mitversagt da drin. Auch wenn sie, glaube ich, das Richtige getan haben, weil der Mietendeckel sozusagen Notwehr war. Gleichzeitig hat das ihnen trotzdem natürlich etwas gekostet. Nämlich die Bevölkerung hat gesehen, wir können denen nicht trauen, alle sind gleich schlecht, alle Politiker. Und gleichzeitig glaube ich, dass auch jetzt im Wahlkampf die Linke, viele von der Linkspartei waren auch Aktivistinnen in dem Volksbegehren und haben es sehr unterstützt und Unterschriften gesammelt und so weiter. Aber ich glaube, sie haben zu wenig eine eigene Idee davon entwickelt, wie Wohnpolitik dann in Berlin aussehen sollte. Also sie haben sehr gehofft, mit in dem Windschatten des Volksentscheids Stimmen zu bekommen, weil sie einfach dafür sind. Aber aus meiner Sicht muss eine Partei immer etwas mehr sein als eine Kampagne oder eine Bewegung. Eine Kampagne kann sehr zielgerichtet für Ja stimmen, ein Thema für eine Zeit. Aber eine Partei muss eben viel mehr sein und muss sagen, dass sie bei Wohnen, bei Corona, bei Verkehr, muss mehrere Themen verknüpfen. Und ich glaube, die Linke hätte noch stärker zeigen sollen, dass sie eigentlich regieren möchte in Berlin, also wirklich den Bürgermeister stellen soll. Und es hat dann einfach nicht gereicht, nur der gute Part dieses Volksentscheids zu sein. Auch wenn ich das zu 100% richtig fand, dass sie das so unterstützt haben, hätten sie einfach noch mehr machen müssen, um eine Konkurrenz zu sein zu den Grünen, die sehr viel waren für Verkehr und Verkehrswende und so weiter. Und auch noch mehr zu sein als die SPD und sie anzugreifen und zu sagen, ihr seid eigentlich gar nicht für sozialen Wohnungsbau. Ihr habt eigentlich das alles mitvermasselt. Also ich hätte sie mir ein bisschen populistischer gewünscht und ein bisschen weniger auf die Bewegung zu gucken, sondern mehr ein eigenständiges Profil zu haben. Ich glaube, davon hätte die Linkspartei profitiert. Aber ja. Also ich möchte jetzt nochmal in die tschechischen Wahlen zurückkommen. Als ich mir die Wahlkampagne der Kommunisten angeschaut, ich dachte, es geht eher um die regionalen Wahlen. Also die Kommunisten haben die lokalen Fragen aufgegriffen, lokalen Probleme aufgegriffen, thematisiert. Und die Sozialdemokraten haben die eine Kampagne vorbereitet, die landesweite Politik thematisiert. Die Kommunisten, wie du gesagt hast, Apolena, die haben 5-6% und die Sozialdemokraten kommen fast vielleicht gar nicht ins Parlament. Wie kann das kommuniziert werden? Wie soll man das benennen, bezeichnen? Ist das eine Offshore-Geschichte? Hat das einen Einfluss auf die Ergebnisse der linken Parteien? Johanna, denkst du, wie das zu erklären ist, die Ergebnisse von Kommunisten und von Sozialdemokraten? Oder möchtest du zu Babiš sprechen? Beides eigentlich. Zuerst die Ergebnisse und dann Babiš, weil ich glaube, du hast heute einen Artikel geschrieben. Das ist, glaube ich, für unsere Zuschauer und für unsere deutschen Teilnehmer, kannst du ein bisschen was erklären, was jetzt passiert? Weil das ist kurz vor den Wahlen, das wird sicherlich einen Einfluss haben auf die Ergebnisse. Tja, also ich bin eigentlich ziemlich kritisch zu dem, wie die Kommunisten und die Sozialdemokraten in Tschechien funktionieren. Also ich glaube, die Kommunisten haben fast nationalsozialistische Richtung aufgeschlagen in den letzten Jahren, aber die bemühen sich nicht mehr um die Interesse der Arbeiter. Und in der Corona-Ära, in der Corona-Zeit, war das wirklich sehr, sehr traurig, was die geleistet haben. Meine Vorstellung der linken Politik wäre ganz unterschiedlich von der Vorstellung, die die Vertreter von der KSČM repräsentieren. Und da, ich glaube, ich bin nicht extrem progressiv, aber ich denke, dass die menschlichen und sozialen Rechte nicht teilbar sind. Und die Hauptsprache der Linken global ist die Fähigkeit der Solidarität, der Gegenseitigkeit und Thematisierung der
Themen wie Pflege zum Beispiel. Und die Erweiterung auf globale Themen ist die Ungerechtigkeit auf die Klassenaufteilung, ohne Rücksicht dessen, wer welche Hautfarbe hat oder woher er kommt. Und diese Debatte ist ausgestanden in der Tschechischen Republik, und das ist sehr problematisch, und das betrifft auch die Sozialdemokraten. Jegliche Bemühungen, diese Themen zu thematisieren, enden wie ein einfacher Aufkleber von liberalen linken Narrativ. Aber ich als Vertreterin von demokratischen Sozialismus bin der Meinung, dass die Strömung, die tatsächlich der tschechoslowakischen demokratischen linken Partei ist, demokratischer Sozialismus, der hier eigentlich in zwischen den beiden Weltkriegen Ursprung hat. Und das ist eine Betonung von funktionierendem sozialen, funktionierenden Staat, Sozialstaat, der wirklich die Bedürfnisse der Schwächsten auch wahrnimmt und im öffentlichen Raum auch eine Sehnsucht nach Befreiung, nach Fortschritt, nach und das fehlt bei den tschechischen linken Parteien, geschweige denn, dass die Menschen verteidigen und die Werte, den Wertekonflikt mit dem großen globalen Kapital, deren Repräsentanten um uns herum sind im Parlament auch. Also wenn der reichste Tscheche Petr Kellner verstorben ist, der ist reich geworden an dem Schuldenbusiness, und der Vorsitzende Wojtěch Filip, also der Vorsitzende der Kommunisten, hat das als ein Schwund eines großen Tschechen bezeichnet. Also herzliches Beileid ist sicherlich an die Familie zu leisten, aber kritisch über so jemanden zu sprechen, der wirklich einen Großteil der tschechischen Familien arm gemacht hatte wegen dem Schuldenprogramm, und die Partei, die sich selbst kommunistisch nennt, hat sowas nicht gewagt. Also bei uns ist es wirklich, also es gibt anti-linke Bewegungen, und das, was die Parteien an sich machen, ist kein einziger Grund für den Fall der Linken. Es gibt Ausschöpfung des Elektorats, der Wähler zum Andrej Babiš und zu der tschechischen AfD, also SPD. Der Andrej Babiš, um das zu klären, ist eben in der neuesten Bericht dieser Pandora Papers. Das ist ein Dokument, der weitere Offshore-Praktiken der reichsten Weltpersonen aufhüllt, und der sollte in 2009, das heißt 3 Jahre vor seinem politischen Coming Out, also der hat 50 Millionen Euro irgendwo überwiesen und in Frankreich ein Schlösschen und 15 weitere Immobilien gekauft. Der Grund, warum das in Tschechien kein Thema ist, ist, es gibt hier so eine Stimmung, dass Steuern eigentlich böse sind, und das sagen uns die Medien, aber auch allgemein die reicher sind. Also es gibt hier eine Sehnsucht nach möglichst kleineren Besteuerung und kleineren Beteiligung dessen, die sich am Gang der Gesellschaft beteiligen sollten. Und das ist Bestandteil des Problems, weil in der hyperindividualisierten Land, wo die Eliten es weigern, sich ökonomisch an der Stabilisierung des Landes zu beteiligen, und Sozialstaat wird auch abgelehnt sozusagen. Also es gibt Korporatfaschismus, wie ich das nenne. Und das macht der Babiš in Zusammenarbeit mit weiteren Rechtsparteien hier, und er repräsentiert diese Richtung. Und wenn er durch eine Affäre beschädigt wird, das ist schlecht kommunizierbar und schlecht übertragbar. Ich glaube, dass Babiš-Wähler wissen, dass der Babiš nicht der Reinste der Reinen ist, aber der Grund, warum der so populär ist, dass der Mindestlohn angestiegen ist, die Renten sind erhöht worden, die Senioren sind wirklich eine der bedrohtesten Gruppen, und die glauben ihm es mehr als was davor war. Also die neoliberalen Regierungen, die wirklich Sparprogramme gefahren haben und haben überall gestrichen. Also der Babiš wird durch diese Aufdeckung nur nicht bedroht, wie es vielleicht im Westen wäre. Vielen Dank an dich. Vielleicht meine Frage noch, eine ergänzende Frage. Würdest du sagen, dass die tschechischen Kommunisten, dass die Partei, dass das eine Partei ist, die stark in den Regionen ist, also eine provinziale Partei, eine ländliche Partei, und die Sozialdemokraten eher
eher interessant sind für die Wähler in den größeren Städten? Das würde von Region zu Region abhängen. Also die Kommunistische Partei hat ein disziplinierteres Elektorat. Also die sind sehr treu, die Wähler der Kommunistischen Partei. Von spezifischen Regionen kommen sie vielleicht, aber auch die Kommunistische Partei hat dieses Staubsaugen im linken Segment durch den Babiš und die Sozialdemokratische Partei. Also in großen Städten war sie eigentlich nie stark gewesen. Also Prag war immer eher rechts gestimmt. Man hatte hier rechte Partei auch im Jahre 2000, wo Václav Klaus als Präsident schon extreme Skandale hinter sich hatte. Und die Rechten werden sicherlich auch erfolgreich in den Städten, auch die Extremisten. In Deutschland ist das etwas mehr klar. Die Linke wird mehr in den Städten als auf dem Land gewählt. Und was sind die Gründe dafür und wie könnte die Linke damit umgehen? Kann man die Linke tatsächlich als eine Partei des Stadtmilieus bezeichnen? Ja, also genau, wie ich schon sagte, dass die Zugewinne in den Städten gleichen die Verluste in dem ländlichen Raum nicht aus. Und ich glaube auch, dass es nicht gut ist, nur auf die Städte zu fokussieren, weil eben die Konkurrenz durch die Grünen, die dieses gleiche Milieu ansprechen, schon gegeben ist. Also es gibt einfach sozusagen immer wieder, es wird immer wieder das Klientel geben, was dann letztlich doch die Grünen wählt. Und höchstens, wenn sie enttäuscht sind oder sehen, die Linke hat noch ein besseres Klimaprogramm, dann wählen sie die Linke. Aber das ist keine soziale Basis, die ausreichend ist, die vielleicht bis 5% reicht, so wie wir jetzt sehen. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht, um die Linke wieder auf 10% oder 15% zu bringen. Und ich glaube auch, dass man nicht so stark mittlerweile nach Ost und West trennen kann und auch nicht nur Stadt und Land, sondern es gibt halt in Deutschland so wie ein bisschen wie in den USA mit dem Rust Belt gibt es auch so eine Art Gürtel zwischen von Ost bis West, der so deindustrialisierte Gebiete hat. Also im Prinzip sind die Probleme im Osten, wo Braunkohle nicht mehr abgebaut wird, die gleichen wie im Westen. Und das ist die gleiche Teil an Arbeiterschaft, auch an Mittelschicht, die ihre Jobs verlieren, die eigentlich die Linke ansprechen müsste mit einem zukunftsgerichteten Programm, das sagt, wir können grüne Energie erzeugen und dabei Jobs erhalten. Also eigentlich müsste es eine Strategie geben, die eine Transformation sozusagen in die Zukunft bildet, die diesen gesamten Streifen abbildet. Und dann gibt es sowieso Städte, die meistens eher links wählen, im Norden Bremen oder Hamburg, die sind oftmals links. Und dann gibt es Städte wie München, die fast nie von Linken zu gewinnen sind. Also die sind sehr konservativ. Und deswegen hat es die Linke schwer, im Süden zu gewinnen zum Beispiel. Und deswegen würde ich als Strategie, wenn ich das aussuchen müsste, gar nicht so sehr dieses Stadt-Land-Gefälle machen, sondern eben sehr darauf fokussieren, wo sind diese deindustrialisierten Gebiete und wo gibt es sowieso schon Städte, weil sie universitäre Städte sind oder sehr vom Milieu her sozialdemokratische Städte, wo kann man da das Ergebnis noch verbessern? Aber ich würde das Land auf jeden Fall nicht aufgeben oder die kleineren Städte. Und gerade bei dem Thema Verkehr, Nahverkehr, gibt es, glaube ich, sehr viel zu gewinnen für die Linke, weil einfach sehr viele Städte abgeschoben sind und abgeschlossen sind von der Welt, weil keine Bahn mehr dahin fährt. Und gerade bei der Frage von Mobilität, glaube ich, muss die Linke auch sehr, sehr stark diese abgehängten Regionen mit verteidigen, weil es sonst nur die Rechte macht, nur die politische Rechte tut das. Und ich glaube, gerade im Osten ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass die politische Rechte gewinnt durch Ressentiments und Rassismus und Nationalismus, aber eigentlich sehr, sehr viele Menschen auf dem Land, es ist vielleicht zu banal zu sagen, aber trotzdem viele wollen eigentlich nur, dass sie eine Bahn fährt, dass sie einen Arbeitsplatz haben und dass sie weiterhin ein Haus oder eine Wohnung haben können. Also wenn die Linke das garantieren kann, dann kann sie, glaube ich, auch verschiedene Menschen vertreten. Und Linke in Städten würden weiterhin die Linke wählen. Also man muss kein besonderes Angebot machen, um die Linken, die schon links sind, zu überzeugen. Aber ich glaube, man kann sehen, dass wir sehr viele Menschen verloren haben in den letzten Jahren, gerade an dieses Spektrum der Nichtwählerinnen, die einfach
allgemein sehr frustriert sind von der Politik. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, eine Art neue Politikstil eher zu entwickeln, anstatt zu versuchen, ein Milieu gegen das andere auszuspielen, sondern einfach eine ganz andere Art der Kommunikation und der Politik zu machen, die in der Lage ist, alle anzusprechen. Da möchte ich noch nachfragen. In der letzten Zeit spricht man sehr oft von einer verlorenen Ostkompetenz der Linken. Also für die tschechischen Zuhörer, die Kompetenz für sich für die ostdeutschen Bundesländer anzusetzen. Wird die Partei diese Kompetenz zurückgewinnen können und warum ist oder soll diese Kompetenz für die Linke so wichtig sein? Mhm. Ja, also wie ich sagte, die Linke war eben diese Volkspartei im Osten und sie hat den Status verloren, so wie die SPD ihn auch verloren hat, analog, weil sie eben auch sehr viel regiert hat und die Menschen auch in den letzten 10, 20 Jahren auch darunter gelitten haben. Also ein paar der schlimmsten Privatisierungswellen kamen leider unter rot-roten Regierungen zustande. Das ist ein Teil der Wahrheit. Das heißt, da ist sozusagen die Linke auch nicht frei davon. Und sie bemüht sich im Osten immer noch sehr, diese Stimme des Ostens zu sein und diesen Angleich an den Westen zu fordern. Also gleiche Löhne für Leute aus dem Osten mit dem Westen. Und das ist sehr redlich natürlich, sich immer noch für den Osten einzusetzen. Aber was viele Menschen auch in Wahlumfragen sagen, ist, dass es eben kein Projekt, kein Programm nach vorne gibt. Und ich glaube, es reicht nicht mehr, 30 Jahre nach der Wende zu fordern, diese Angleichung zu fordern an den Westen, sondern eigentlich sollten wir schon darüber hinaus sein. Und die Stimme des Ostens wäre eigentlich eine, wie ich sagte, so, du brauchst ein Zukunftsprogramm, das den Menschen verspricht, dass sie nicht in 5 Jahren ihren Job da verlieren. Weil das wird passieren, das wird massiv passieren bei der Automobilindustrie, die auch im Osten ist. Und bei in vielen ländlichen Regionen eben auch. Und bei der Braunkohle und so weiter. Also Menschen wissen eigentlich schon sehr gut, dass ihre Jobs gefährdet sind. Und das heißt, ich glaube, es reicht eben nicht mehr zu versprechen, wir können eure Ostrenten angleichen. Das bedeutet dann, man kriegt 50 Euro mehr, was sehr wichtig ist und also was für viele Menschen einen großen Unterschied macht. Aber ich glaube, das reicht eben nicht mehr. Also die Stimme des Ostens ist nicht mehr nur diese der Angleichung, sondern sie muss sehr selbstbewusst eine gesamtdeutsche Strategie sein, die aber gleichzeitig nicht so tut, als müsste der Osten ständig aufholen. So, das ist immer noch das Narrativ und ich glaube, das ist extrem schmerzhaft eigentlich, die ganze Zeit zu glauben, man ist nicht gut genug wie der Westen. Ja, jetzt ist die Zeit für Fragen. Ich habe schon 3 Fragen gesehen. Erste von dem Abgeordneten Leo Luzar, aber ich lese diese Frage auf Tschechisch vor. Wie beteiligt sich am Ergebnis der Wahlen die pragmatische Zusammenarbeit der Linke mit den Regierungsparteien? Wie kam sie zum Ausdruck, diese pragmatische Zusammenarbeit der Linken mit den Regierungsparteien? Das ist die Frage an Ines. Oh, das ist an mich die Frage. Hast du die Frage nicht gehört? Also wie? Ja. Welche konkret? Wie hat sich am Wahlergebnis die pragmatische Zusammenarbeit der Linken mit den Regierungsparteien zum Ausdruck gebracht? Welchen Einfluss hatte das? Also wie sich auf diesem Ergebnis die Zusammenarbeit mit der Regierungsparteien. Ja. Bundesweit oder in Berlin? Das war die Frage für Frau Luzar. Okay. Also, du kannst beides ins Auge nehmen. Okay, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber es gab zumindest zu kurz vor der Wahl, hatte man sehr orientiert auf ein linkes Regierungsbündnis. Und wollte mitregieren und hat deshalb nochmal, obwohl man schon relativ schwach war bei 5-6%, also ein Angebot gemacht,
das sind die Punkte, die wir erreichen wollen. Hier ist unser Team, mit dem wir das schaffen wollen. Also es war sozusagen ein sehr starkes Regierungsbündnis. Und was passiert ist, ist, und das war, glaube ich, sehr tückisch, dass die Sozialdemokraten wollen eigentlich gar nicht mit der Linken regieren. Also Olaf Scholz, der jetzt vermutlich Kanzler wird, er möchte eigentlich nicht mit der Linken regieren. Er hat es auch deutlich gesagt. Und er hat dann vorgeschoben, dieses Thema der NATO. Die Linke müsste sich außenpolitisch zur NATO mit vollem Herzen bekennen. Wenn die Linke das nicht tut, kann man eigentlich keine Koalitionsgespräche führen. Und das heißt, eigentlich konnte die Linke da gar nicht gewinnen, weil sie entweder ihre außenpolitischen Positionen aufgibt oder eben sie sagt, unsere sozialpolitischen Positionen sind uns so wichtig, wir werden trotzdem auf jeden Fall in eine Regierung gehen. Und das haben auch, glaube ich, viele Wähler so ein bisschen frustriert, weil sie gesagt haben, okay, die Linke steht für mich auch für eine starke Außenpolitik. Einerseits, wir können das nicht aufgeben dafür. Und andere, die unbedingt wählen, also die unbedingt regieren wollen, wählten halt dann gleich die SPD oder die Grünen. Also die Linke war sozusagen auf einer Lose-Lose-Position, weil sie gar nicht gut genug Verhandlungsmacht hatte bei 5-6%, um tatsächlich Anforderungen zu stellen. Das Tragische ist, dass jetzt die Liberalen, die sozusagen die Neoliberalen, die FDP, in einer sogenannten Ampelkoalition wahrscheinlich viel mehr durchsetzen können, weil sie bei 15% stehen. Und diese Ampelkoalition ist jetzt halt sozialpolitisch eine absolute Katastrophe. Und das heißt, tragischerweise hat die Linke durch ihre ein bisschen Anbiederung an diesen Regierungskurs vor der Wahl schon, hat sie eigentlich schon verloren, weil eigentlich von vornherein ausgeschlossen war, dass das passieren würde von Seiten der Sozialdemokraten. Und es wäre nur möglich gewesen, wenn die Linke stärker gewesen wäre. Aber sie hatte bei 5% eigentlich nichts zu verhandeln. Und es war leider eine sehr starke Verliererposition. Ich habe hier weitere Fragen von Jan Kost aus der Slowakei. Das ist eigentlich eine Frage an Ines und an Apolena. Was ist eigentlich Hauptziel der Linken? Und dann ist die Frage, wie sollte sich Linke gegenüber Kapitalismus verhalten? Und wenn dieses Ziel bedeutet eine Überwindung, dann welche Alternative wir haben? Das ist die erste Frage. Apolena, Ines, wer möchte? Ja, also ich mag diese Fragen nicht. Entschuldigung, also für mich ist das sehr kompliziert, in diesem Rahmen überhaupt nachzudenken. Ich versuche das zu erklären, warum. Ich persönlich bin eine antikapitalistische Person, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese globale Situation, in der wir uns, in dem die Gründe und die Folgen sind, weil durch den Fall der bipolaren Welt der Gedanke umgesetzt wird, there's no alternative, hier ist keine Alternative, weil auch die scheinbar sozialistischen Länder, die kapitalistischen Westen nach vorne gebracht haben, um auf einen sozialen, empfindlicheren Prinzipien funktioniert. Diese Geschichte ist gescheitert und dem Westen hat keiner mehr der Feedback oder Spiegel gezeigt und die postkommunistischen Länder sind total umgewandelt. Und das sieht man an vielen, vielen Sachen, zum Beispiel an der Problematik des Ostdeutschlands. Wir haben vieles gemeinsam. Also ich weiß jetzt nicht, ob das primäre Ziel der Linken ist, Kapitalismus aufzuheben sein sollte. Ich habe eher das Gefühl, dass das wichtig ist, darüber zu sprechen, was das Kapitalismus eigentlich ist in den praktischen Folgen und Auswirkungen und auf welchen Prinzipien es funktioniert und was alles es mit sich bringt für Probleme und problematische Aspekte. Und zwar im Kontext der globalen Verbindung, zum Beispiel die Frage der Pflege oder Migration zur Arbeit.
für die Menschen aus den postkommunistischen Ländern, und das wurde auch schon angedeutet, ist die Debatte immer noch die Notwendigkeit, den Westen nachzuholen. Aber wir sind nicht auf dem Weg in den sozialen Erfolgen, höhere Gehälter, besseres, sicheres Wohnen, bessere staatliche Verteidigung. Nur die Selbstausbeutung, dort wird Wettbewerb gelebt sozusagen. Also, und ich glaube nicht, dass es möglich ist, vielleicht bin ich echt neben, aber ich glaube, es ist nicht möglich, über ein Ende vom Kapitalismus zu sprechen. Man kann nur dazu sprechen, welche Strategien man fährt, damit die Linke wieder legitime Partei und Kraft wird, dort, wo der linke Schwerpunkt liegt, in den Straßen, unter den Menschen, die schwach sind, bedroht sind, benachteiligt sind, also die irgendwie benachteiligt werden mit Ungerechtigkeit, die durch die Klassenteilung entstanden ist. Und die Linke sollte nicht darüber nachdenken, wie man Kapitalismus zerstört, aber wie man sich selbst rehabilitiert in Augen dessen, die sie wirklich brauchen. Also das wäre meine Antwort auf diese Frage. Wir haben noch die Ergänzung dieser Frage. In Deutschland zum Beispiel sehr viel wurde diskutiert in der Wahlkampagne über das Arbeitsmilieu, Arbeitszeit, Gewerkschaften, Kollektivverhandlungen, Mindestlohn. Diese Diskussion lief auch in der Slowakei. Und in Tschechien sind das eigentlich Themen, über die man überhaupt nicht diskutiert. Auch warum ist das so eigentlich? Also ich habe es ein bisschen angedeutet in meinen vorhergehenden Beiträgen. Also ich bin immer mehr mir dessen bewusst in den letzten Jahren, dass die Debatte wirklich zugespitzt ist. Die tschechischen Medien und die Journalisten und Journalistinnen haben das nie vergeheimlicht. Hier war seit den 90er Jahren, das war wirklich rechte Bewegung, viele Medien aus diesem Dreieck, konservativ, Liberalismus, Sozialismus. Also Sozialismus war ganz weggelöscht worden und man hatte nur auf dieser Achse rechts oder links. Und das Rechte war das rationale, wirtschaftliche, gesunde, nachhaltige Modell der Leute, die fähig sind und die Gewinne machen und unabhängig und frei. Und die Linken, da ist auch die demokratische Linke verschwunden, die gegen Kommunismus war. Wir haben auch keine Geschichte etabliert in der Kontinuität der Gedanken, nicht weder in den Medien noch in der öffentlichen Persönlichkeiten dessen, dass es auch demokratische linke Bewegung gab, die an der Kritik vom kommunistischen Regime sich beteiligt. Das alles ist verschwunden, auch infolge der Arbeit der Medien in der Tschechischen Republik, die extrem oligarchisch gestaltet sind. Nur die Interessen der Eigentümer werden verfolgt und die sind nicht imstande, durch das menschliche Kapital wirklich die wichtigen Themen und die Wertedebatte zu starten. Viel öfter auch die sozialen Maßnahmen, die sozialen Themen werden auch durch die Medien selbst auch kommunistisch betrachtet. Das hat die Debatte verzerrt. Die Medien sind wirklich mit Schuld daran, wie die politische Debatte aussieht heutzutage. Keine Frage danach, wie man die staatliche Verwaltung erreicht, wenn die Haushalte im Minus sind von 100 Milliarden von Kronen. Die haben ja keine nichts auf der Einkommensseite, die Besteuerung soll noch reduziert werden, populistisch. Klimadebatte wird nicht geführt und vielleicht aus der Klimaveränderung kommen wirklich als Sieger nur die, die bereits heute reich sind und gesichert sind. Und das sind Themen, die im tschechischen medialen Raum überhaupt nicht thematisiert werden. Und die Journalisten haben echt keine andere Erfahrung als die, dass sie Journalisten sind, die Prager Redaktionen nicht verlassen, weil dieses Pragozentrismus in der Tschechischen Republik ist wirklich riesig. Und wenn wir schon große reiche Medien, dann sind das entweder liberale oder konservative Medien, aber wir haben auch keine starke linke Medien. Und das sage ich als Mensch, der in einem der Linken arbeitet, Medien. Jetzt eine Frage an Ines. Kann es sein, dass die Linke an SPD und Grünen im linken Spektrum verloren hat, weil sie in ihrer Kommunikation sehr konkret ist und immer die besseren Konzepte vertreten will?
Dabei werden aber immer wieder Details genannt, die Wähler und Wählerinnen nicht wollen und deshalb sie eher abstoßen. Bei den Grünen und der SPD hingegen verbleibt die Kommunikation mehr im Wagen. Bei den Grünen und der SPD hingegen verbleibt die Kommunikation mehr im Wagen, weshalb sie weniger Leute abschrecken können. Die Wählerinnen also von Allgemeinplätzen angesprochen werden, denen alle zustimmen können. Mieten bezahlbar halten statt Mietendeckel. Könnte diese Art der Kommunikation einer der Gründe sein für die Probleme der Linken? Ja, also man muss wirklich sagen, dass der Wahlkampf der SPD sehr gut funktioniert hat, eigentlich nur mit ein paar Schlagworten. Also im Prinzip hat Olaf Scholz nur Respekt versprochen und damit gewonnen. Und niemand weiß eigentlich, was der Respekt jetzt genau bedeutet, aber das war halt sehr gehaltvoll, zumindest so gefühlt. Und er war jemand, der das gut repräsentieren konnte. Bei der Linken gab es ja erstens kaum diese Repräsentationsfigur, also diese eine starke Figur zum einen. Und zum anderen ist es eigentlich gut, dass die Linke ein konkretes Programm hat. Aber sie hat sich eben auch nicht stark genug unterschieden. Also wenn die SPD 12 Euro Mindestlohn fordert und die Linke 13 Euro, dann wählen die Leute das, wovon sie glauben, dass es tatsächlich durchgesetzt wird. Und dann hat das Versprechen der SPD, 12 Euro zu machen, war dann wahrscheinlich für viele überzeugender, als dass die Linke es schafft, 13 Euro zu verwirklichen. Und das meinte ich mit diesem, die bessere linke Sozialdemokratie zu sein. Ich glaube, dass das Berlin, dass das Beispiel in Berlin gezeigt hat und auch was du ansprichst mit dem Mietendeckeln und Mietenmoratorium. Ich glaube nicht, dass Menschen so genau die Details des Unterschieds verstehen, wie genau will die SPD die Miete deckeln oder die Linke, sondern dass wir eigentlich eine positive Vision von der Art von Sozialismus brauchen, die wir wollen. Und die Vergesellschaftungsdebatte hat das eigentlich ganz gut gezeigt. Das kann man auch auf den Pflegebereich anwenden oder auf den Erziehungsbereich, dass wenn wir wieder vergesellschaften wollen und wieder in die öffentliche Hand etwas geben wollen, meinen wir nicht unbedingt verstaatlichen, weil das erinnert alle dann sagen alle sofort wie in der DDR, aber wenn wir trotzdem wieder diese Debatte führen und sagen, wie kann man etwas wieder in die öffentliche Hand geben und sowohl in Betrieben als auch beim Wohnungsbau eigentlich Menschen beteiligen, diese Vergesellschaftungsdebatte, glaube ich, fällt auf sehr fruchtbaren Boden und auch viele Menschen wollen das eigentlich wieder Kontrolle in der öffentlichen Hand haben. Also alles von Rekommunalisierung des Stromnetzwerkes oder eben von Wohnen ist extrem beliebt bei den Menschen. Und ich glaube, das wäre auch sozusagen der Punkt, wo sich die Linke am deutlichsten von der SPD unterscheidet, weil sie sagen kann, wir möchten vergesellschaften und zwar an allen Bereichen des Lebens und diese positive Vision davon zu entwickeln. Die ist auch, also die ist sozusagen antikapitalistisch, aber man trägt es nicht die ganze Zeit als Pose vor sich her, sondern man versucht eigentlich konkret in jedem Bereich zu erklären, wie man vergesellschaften möchte. Und das, glaube ich, überzeugt Menschen dann schon sehr. Und das hätte auch im Thema Wohnen, hätte man es auch gleich bundesweit machen können, weil ich glaube, genau dieses Gefühl von wir nehmen uns die Kontrolle wieder zurück. Die Politik nimmt sich Kontrolle wieder zurück von den großen Industrien, von den großen Immobilienlobbyisten und so weiter. Das funktioniert, glaube ich, sehr gut, dieses David gegen Goliath, dass man ein Narrativ entwickelt, was wirklich stark ist, was Menschen bindet. Das könnte dann auch auf der Ebene von Scholz Respekt-Wahlkampf sein, nur eben ein bisschen populistischer, ein bisschen zugespitzter und mit dieser positiven Vision, die nicht so schwammig ist. Ich glaube, das würde vielleicht auch die andere Frage ein bisschen mitbeantworten, dass es nicht reicht, einfach antikapitalistisch zu sein, sondern ich glaube, eine positive Vision von Sozialismus. Und es ist eine Frage der Debatte, ob der Sozialismusbegriff funktioniert. Ich weiß nicht, wie es in Tschechien wäre, aber ich glaube, 30 Jahre später kann man es in Deutschland wieder sagen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Eine weitere Frage an Ihnen. Sollte es innerhalb der Partei Die Linke eine programmatische Neuausrichtung geben?
somit den demokratischen Sozialismus in das 21. Jahrhundert befördern? Wenn ja, sollte der Prozess von oben, Parteivorstand, oder von unten, Parteibasis, geschehen oder zusammen mit der Bevölkerung? Also ja, das Programm ist schon 10 Jahre alt. Ich glaube schon, dass man ein neues Programm machen kann. Aber wichtig wäre aus meiner Sicht, dass man nicht 500 Seiten produziert, wie jetzt beim Wahlprogramm. Das hatte, ich glaube, 300 Seiten. Nicht mal Journalisten haben es gelesen. Ich habe es auch also in Teilen gelesen. Das heißt, es war, glaube ich, viel zu lang. Und jedes gute Programm muss eigentlich auf eine DIN A4-Seite passen. Und man muss einfach Kernforderungen haben, die man, glaube ich, in jedem Fall nicht nur mit Experten entwickelt, sondern wirklich auch sowohl die eigene Basis fragt, als auch Menschen auf der Straße fragt, was ist euch eigentlich wichtig? Also so hat jetzt sowohl die KPÖ in Graz gewinnen können, als auch die Partei der Arbeit in Belgien, die sagen, wir holen die Themen eigentlich, die wir haben, holen wir auf der Straße. Und wenn sehr viele Menschen sagen, Wohnen ist ein Thema, dann wird es eines unserer 10 Kernforderungen sein, dass das soziales Wohnen sichergestellt wird. Und ich glaube schon, dass man, also wie gesagt, das Programm muss immer alles abdecken. Natürlich, eine Partei muss immer alles bedenken, aber man muss sich im Klaren sein, was sind die 10 Kernforderungen? Die müssen auf eine Seite passen und da müssen sich alle hinter versammeln können, wirklich alle. Und da gibt es auch keine Strömung, die sagt, das eine oder das andere, sondern das muss etwas sein, was alle nach außen vertreten und was auch wirklich aus der Basis heraus mit Unterstützung kommt. Dann meinetwegen kann es noch eine Langfassung geben mit den Details, aber ich glaube, das muss für die Zukunft klarer kommuniziert sein, was sind die Kernforderungen des Programms und unter welchem Banner stellen wir das. Und ich fände es schön, wenn es einen positiven Bezug zu Sozialismus gäbe und man sagt, wir wollen den demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert. Dann hat man, wie gesagt, auch eine ausreichende Abgrenzung zu den anderen Parteien. Und jetzt die Frage an Ines und an Apolena. Was würdet ihr empfehlen der tschechischen Sozialdemokraten in die letzten Tage der Kampagne, um ins Parlament zu kommen? An wen sollen sie sich wenden? Wen sollen sie ansprechen? Tja, im Hinblick dazu, dass die Wahlen am Freitag starten, dann ist fast etwas zu empfehlen auf den letzten Drücker. Wir haben im Alarm, in dem Medium, wo ich arbeite, so haben uns immer, also die Sozialdemokraten beginnen sich wieder für um die Menschen kümmern, kurz vor den Wahlen wieder. An dieser Stelle wollte ich sagen, dass mindestens die Themen, die in den letzten Wochen von Jana Maláčová mit Matěj Stropnický in die Hand genommen sind, trotz allen Bedenken, die ich dazu habe, die Themen sind aber wichtig. Die haben sich wirklich konzentriert auf die Fragen der Niedriglöhne und Arbeitsbedingungen und Ausbeutemilieu in großen Betrieben in Tschechien und Ungleichstellung Arbeitnehmer versus Arbeitgeber. Paradoxerweise ist es in einem Land, wo 75% der ökonomisch aktiven Bevölkerung sind die Arbeitnehmer in Tschechien. Die einzige Kampagne, die direkt und an dieses Segment zielt. Aber langfristig, und das hat auch Ines bereits erwähnt, in der Tschechischen Republik ist viel größeres Problem als in Deutschland mit den Nichtwählern. Und die tschechischen Nichtwählerinnen und Nichtwähler sind oft Menschen, die mit der Nach-November-Entwicklung 89, die sind so enttäuscht, dass die kein Bedürfnis haben, an den demokratischen Prozessen teilzunehmen. Und das ist das höchst alarmierende Nachricht über den Stand unserer Demokratie. Ich glaube, das ist nicht möglich, langfristig die Tatsache zu ignorieren, dass 40% der berechtigten Wähler es weigern zu wählen. Und wenn es ein Segment gibt für potenzielle linke Parteien gibt, dann ist das auf jeden Fall unter diesen Menschen. Sehr oft die Nichtbereitschaft zu wählen widerspiegelt sich in einer Lebenserfahrung, weil der Alltag immer anspruchsvoller wird. Und das sieht man an vielen, vielen Sachen. Rückgang der Regionen, die Daseinsvorsorge in der Regionen, Schulwesen, Gesundheitswesen, Verkehr, unerreichbares Wohnen, öffentlicher Raum. Wir können auch
zum Beispiel der Schwund von Begegnungsorten, Kulturhäuser, Sportanlagen oder auch nur die Kneipen selbst. Also das alles verlieren die Menschen. Menschen verlieren es und es gibt keine Räume mehr, wo man sich begegnen kann. Und all das sind Themen, die die Sozialdemokraten akzentieren sollen. Die Tatsache, dass es hier Regionen gibt und Orte, wo das Leben so anspruchsvoll ist, dass die Menschen nicht mehr glauben, dass sie eigentlich in einer demokratischen Welt funktionieren, in einem demokratischen Staat und dass die Freiheit oder das Jahr 89 die guten Ergebnisse mitgebracht hatte, die, nach denen sie sich gesehen haben und die versprochen worden sind. Ein großes Segment sind auch die Menschen im Seniorenalter. Nach 89 gab es hier eine Mantra, dass die tschechischen Rentner, so, dass es denen so geht wie den westlichen Rentnern. Die durchschnittliche Rente in Tschechien ist ungefähr 600 Euro, also 15.000 Kronen, und viele davon arbeiten noch. Also es sollte ein Programm geben für würdevolles Seniorsein, damit die Leute nicht bis zum Tode arbeiten müssen. Aber vor diesen Wahlen schafft die Sozialdemokratie nichts mehr, nichts Interessantes mehr. Also sie haben sicherlich einen Klassenkonflikt mitgebracht ein bisschen und die Reaktion der Medien, die praktisch sofort die Frau Maláčová und Stropnický für Bolschewiken bezeichnen, schon das zeigt, dass wir nicht mehr es gewöhnt sind, diese Klassenterminologie zu kommunizieren oder die Menschen zu verteidigen, die ärmer sind heutzutage. Also die haben das versucht, ob das eine Auswirkung hat oder die Pflegearbeit, Pflegeberufe, das ist ein Riesenbereich, die vernachlässigt ist. Feministische Themen werden vernachlässigt mit dem Thema Pflege. Also das sind immer Sachen, die bei Menschen Unterstützung finden, aber keine Partei hat sie bisher gut kommunizieren können. Jetzt die Frage an Ines. In Deutschland, im Wahlkampf, resonierten sehr soziale Fragen. Wird die kommende Regierung sich weiterhin mit diesen Fragen und Problemen beschäftigen? Und dann sind vor allem Mindestlohn und Verkürzung der Arbeitszeit benannt. Ja, also wenn es eine Ampelkoalition geben sollte, dann und die SPD ist mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in den Wahlkampf gegangen, müssen sie natürlich etwas davon durchsetzen. Die Liberalen werden es hassen, aber ich glaube schon, dass die SPD den höheren Mindestlohn eigentlich umsetzen muss. Er ist auch relativ günstig zu haben. Also er ist sozusagen, er ist ja viel schwieriger für die Unternehmen als für den, belastet jetzt den Staat ja nicht direkt. Dafür wird es aber höhere Steuern auf Vermögen wahrscheinlich nicht geben und auch keine Bürgerversicherung. Also alle anderen sozialen Themen, die angesprochen wurden, werden, glaube ich, dann nicht durchgesetzt, sondern ich befürchte, dass der Mindestlohn der symbolische Sieg sein wird der sozialen Gerechtigkeit und dass alle anderen sozialen Themen wegfallen werden. Also dass insbesondere in der Steuer- und Finanzpolitik, wenn die Liberalen das Finanzministerium bekommen, sich nicht viel ändern wird. Also das heißt, an öffentlichen Investitionen, die notwendig sind, in die gesamte Infrastruktur, das wird es, glaube ich, nicht in der Höhe geben, die man bräuchte eigentlich, um vernünftige Klima- und Sozialpolitik zu machen in allen Bereichen. Das wird halt nicht passieren mit den Liberalen. Und ich glaube, dass die SPD sehr, sehr stark an den Themen, also so Schlagworte weiter nennen wird wie Innovation, Zukunft, Europa, Digitalisierung, bla bla bla. Und dann sagen sie, es ist eine sehr moderne Regierung. Und das, also das sagen sie jetzt schon, es wird eine sehr moderne Regierung sein. Aber es wird für die allermeisten Menschen keinen großen sozialen Fortschritt geben. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche, dass man denkt, das wäre eine progressive Regierung und so werden sie es auch nennen. Aber dass eigentlich alle, die unter der Corona-Pandemie gelitten haben und was sich gezeigt hat, was nicht funktioniert, wird sich überhaupt nicht verändern. Und das ist eigentlich sehr gefährlich und für die Linke natürlich eine totale Chance dann, die Einzigen zu sein, die in der Opposition überhaupt im Parlament diese Stimme vertreten. Deswegen ist es so wichtig, dass sie immer noch im Parlament sind, weil diese Regierung eben eine totale
ganz viel Frustration auslösen muss über die nächsten Jahre. So, jetzt kommt noch eine weitere Frage. Welchen Stellenwert, denkt ihr, hat Außenpolitik für das Elektorat bei der Wahl linker Parteien in Deutschland bzw. Tschechien? Ines, du meintest vorhin, die Partei Die Linke hat eine starke Außenpolitik. Ich bin mir nicht sicher, wie relevant die für die Wählerschaft ist, beziehungsweise ob die im Einklang miteinander sind. Ja, also es war natürlich jetzt im medialen Diskurs sehr, sehr stark vertreten, auch besonders wegen des Afghanistan-Einsatzes und des Abzugs. Und ich meine, das hätte eigentlich eine Stärke der Linken sein können, zu sagen, wir haben seit 20 Jahren gesagt, dass dieser Einsatz falsch war. Also sie war eigentlich die einzige Partei, die friedenspolitisch durchweg in den letzten 20 Jahren eindeutig war. Es ist aber so, dass die Linke, auch die Fraktion da drin, relativ gespalten ist, was ich gesagt habe, auch wie zum Thema Europa, sodass es bei der Abstimmung zu dem Afghanistan-Einsatz im Bundestag ein unterschiedliches Abstimmungsverhalten gab. Und das war natürlich extrem verunsichernd und irritierend, wenn man ein paar hat, die für einen Einsatz stimmen, ein paar dagegen, eine große Mehrheit enthält sich und jeder hatte eine gute Begründung. Aber es gab keine gemeinsame Strategie und keine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist natürlich besonders fatal, also wenn es dann plötzlich ganz unterschiedliche Meinungen dazu gibt. Und war eher schädlich, auch wenn einzelne Argumente vielleicht nicht schlecht waren, glaube ich schon, dass es ein Teil des Markenkerns der Linken ist, nicht wie die Grünen und die SPD, die Kriege forciert haben und die Grünen, die jetzt eine sehr, sehr starke Außenpolitik haben, die sehr NATO-nah ist. Ich glaube schon, dass die Linke ihr Alleinstellungsmerkmal auch in der Außenpolitik hat. Aber sie muss sie auch da klar für sich definieren. Also genau diese Unentschiedenheit macht am Ende kein gutes Bild. Und ich glaube schon, dass das für Menschen wichtig ist, dass sie da auch eine kohärente Strategie hat, die dann auch alle nach außen vertreten. Apolena, welche Bedeutung hat die Außenpolitik der einzelnen Parteien für die Wahlergebnisse in der Tschechischen Republik? Hat es überhaupt eine Bedeutung? Ja, ich vermute nicht. Beziehungsweise nicht in dem Sinne, in dem es man auf die linken Politiker sprechen sollte. Also in der Tschechischen Republik läuft die Debatte NATO ja oder nicht. Gibt es, es ist nichts, was eine potenzielle linke Partei angehen sollte, weil die Menschen interessiert das eigentlich nicht im Prinzip. Es ist wahrscheinlich wichtig für Deutschland, aber die Tschechische Republik ist ein kleines Land und das hier kann das eher eine symbolische Ebene haben. Das, was ich für die Zukunft für wichtig halte in der Außenpolitik, ist die Klimapolitik. Die Klimapolitik und die globale Politik, das wird die Hauptachse der Außenpolitik werden, wollen wir es oder nicht, in allen Bereichen, die wir uns vorstellen können. Von der Migration über Arbeitsrecht, über Recht auf Wasser und so weiter. Oder Recht auf oder auf Würdiges im Bereich Gesundheit, Erreichbarkeit von medizinischen Leistungen, Wohnen. Und diese Außenpolitik sollten wir uns alle sofort anzupassen und nach Lösungen suchen, wie so eine gemeinsame linke Außenpolitik gestattet werden kann, so dass die Auswirkungen der Klimaveränderungen nicht in der globalen Ausmaß so groß, so riesig. Also ich denke aber nicht, dass NATO ein Thema in Tschechien ist. Das ist sicherlich die EU, das Thema, aber die Abneigung von der EU hat ganz andere Parameter. Das hängt wieder mit der Stellung der Visegrade 4 zusammenhängt. Die bemühen sich mindestens durch Kaczynski und Orban und ein bisschen auch Babiš, die bauen diese Abneigung narrativ über Mitteleuropa, die nicht den Westen einholt, aber
ihren eigenen Platz findet. Das ist sicherlich aber legitim in bestimmter Sicht. Und auch die Geschichte über die Einholung von Westen, das ist ein bisschen die Geschichte des erzwungenen Kolonialismus. Aber die Art und Weise, wie der Orban oder Kaczynski es machen, das ist nicht die richtige Art und Weise. Die Linken könnten, zumindest in dem postkommunistischen Block, sollten imstande sein, anzuknüpfen an die sozialen guten Dinge und an den Typ der Zusammenarbeit unter den Ländern und das zu stärken, was wir gemeinsam haben mit diesen Ländern, anstatt dessen, dass wir uns isolieren von diesen Ländern. Also die Politik der Isolation, Entschuldigung. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber leider, NATO ist vermutlich kein Thema, was in der Tschechischen Republik resonieren würde. Jetzt eine weitere Frage. Inwiefern ist die Lage der linken Parteien in Tschechien und Ostdeutschland vergleichbar? Hatten Sie Ihre Stammwähler und Wählerinnen, die Ihre Zeit im Staatssozialismus positiv sahen, die nun sterben und deshalb geraten die Parteien jetzt in die Krise und drohen aus den Parlamenten zu verschwinden? Und haben die Parteiführungen diese Entwicklung verschlafen, um rechtzeitig darauf zu reagieren? Ines? Ja, ich fürchte schon, dass sie das ein bisschen verschlafen haben, weil man sehr stark sieht, dass es bei den Wählern vor allem sehr alte sind, die so manchmal noch die Siege retten von SPD oder Linke. Und manchmal kommen dann ganz junge nach, aber es gibt sozusagen so eine Delle bei den Mittelalten, 30 bis 40 bis 50-Jährigen, wo viele die AfD, die Rechten gewählt haben. Und jetzt gibt es unter den ganz jungen Wählern auch sehr viele, die Grün oder FDP wählen. Also kurzum, es kommt niemand nach, der eigentlich die Linke wählt. Und wenn auch die letzte Kohorte, sozusagen die Älteren, die Linke noch gewählt haben, stirbt, dann fehlt tatsächlich eine massive soziale Basis. Und jetzt kann man eben sagen, man kann an den Universitätsstädten, auch in Ostdeutschland, in Halle, schneidet die Linke noch ganz gut ab oder also in so mittelgroßen Städten. Aber auch das wird eben nicht reichen. Also man müsste spätestens jetzt anfangen, wie eine eigene Oststrategie zu entwickeln, die diesem Mitgliederschwund entgegenwirkt. Das hätte man wahrscheinlich schon vor 4 Jahren machen müssen, aber so ein bisschen haben auch noch die Wahlerfolge in Thüringen und auch noch so Erfolge in Berlin, haben noch darüber hinweggetäuscht, dass dieser Prozess nicht stattfinden wird. Aber selbst in Thüringen, wo die Linke den Ministerpräsidenten stellt, gibt es diesen Effekt von von wegsterbenden Wählerklientel. Und insofern befürchte ich, dass man da wirklich konkret entgegensteuern muss, vor allem eben in dieser Mitte der Gesellschaft, also bei den Mittelalten. Das sind ja diejenigen, die eigentlich die Wende noch zum Teil miterlebt haben und eben frustriert sind. Und das sind diejenigen, die eben auch sehr stark die AfD dann jetzt wählen. Die sind jetzt in Sachsen und Thüringen mittlerweile stärkste Kraft. Und das ist natürlich sozusagen, ich glaube, das ist so die größte Herausforderung. Und ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, es braucht eine Zukunftsidee auch für den Osten, dass man den nicht aufgibt und dass man sagt, wir geben den Osten nicht verloren. Das scheint mir eine sehr, sehr, sehr wichtige Message zu sein für diejenigen, die noch wissen, dass sie noch ein paar Jahrzehnte da leben wollen. Und Apolena, wie sieht es in Tschechien aus mit dem Elektorat, mit der linken Wählerkreis? Ich glaube, bei uns ist das eigentlich komplizierter in einem bestimmten Sinne, dass hier der Aufbau des Narrativs nach 89 war stark verzerrt in Richtung rechts, mit der Bemühung, ein System antagonistisch auszudenken. Im Vergleich, was vor 89 da war. Es gab keine legitime Situation für Maßnahmen aus der Zeit vor 89, wo man anknüpfen sollte und wo es eigentlich hätte sein müssen. Im Bereich Soziales hat wirklich riesige Zerstörung verursacht.
Und gleichzeitig in Tschechien gibt es linke Wähler, aber dafür, dass die tschechische Politik als Ganzes eine große Krise erlebt. Das ist nicht nur die Krise der Linken. Ich habe es vergessen zu sagen, aber traditionelle politische Parteien sind in einer Krise. Die Zerlegung der politischen Parteien ohne Koalitionen. Also Andrej Babiš ist wirklich Meilen im Vorne und die traditionellen Parteien sind ganz weit hinten ihm. Also jetzt ist die Folge wirklich auf das linke Spektrum zu spüren, aber eigentlich gibt es dieses klassische Wachstum oder Anstieg vom Populismus. Ich mag den Begriff Populismus nicht mehr, das ist leerer Begriff geworden, aber die konservative, autoritäre Macht, die im postkommunistischen Bezirk oder die linken Lieder ersetzen, auch wenn sie überhaupt nicht linkgesonnen sind. Aber es gibt sicherlich auch einen Schwund vom Elektorat bei den jungen Menschen, die haben echt keine Bereitschaft, sich selbst mit der Linken in Verbindung zu stellen. Das war auch bei den Piraten. Die Wähler haben sich überhaupt nicht als links identifiziert, aber die hatten so ein soziales Programm oder progressivere Stimmung zumindest. Aber die Bereitschaft, sich selbst mit links in Verbindung zu setzen, war null. Und das ist, glaube ich, auch sehr schlecht. Und das kann die Linke, das können die Linken auch sich selbst dafür. Die sind nicht cool genug. Die können die Themen für jungen Menschen zu formulieren, die können sie nicht mal kommunizieren. Die hatten auch kein Interesse an der Jugend, weil man hatte sich immer auf das klassische Elektorat verlassen und das klassische Wählerkreis ist entweder beim Babiš oder hat kein Interesse mehr an Politik und es gibt keinen mehr da, der anknüpfen würde. Ja. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wie stellen Sie sich die weitere Entwicklung der Linken nach den Wahlen vor? Vielleicht fangen wir mit Apolena an. Ich weiß es nicht. Das wird wahrscheinlich sehr davon abhängen, wie das Ergebnis aussieht. Aber ich meine, wenn die tschechischen Linken sich eine Lehre davon ziehen sollten, was jetzt passiert ist in den letzten Jahren, dann erstens, also mich stört diese künstliche Bemühung, diese liberale oder konservative Linke. Ich glaube, die Linken sollten auf diese Teilung verzichten. Vor allem dann, wenn die konservative Linken fast überhaupt nicht links ist, in dem Sinne, dass sie Emanzipation und gleiche Rechte für alle anerkennen, aber sie hierarchisieren die Menschenrechte und die benutzen Begriffe wie die Rechten machen, also der Missbrauch von also Systemen und die sind sicherlich bei den extremistischen Positionen. Das dient der Diskussion nicht mehr. Also die sozialen Probleme sind zu kommunizieren, aber man muss die sozialen Themen nicht durch die konservativen Narrative stellen lassen soll, aber auch nicht durch Liberale. Wie gesagt, zurück ins Spiel soll das Dreieck wieder hergestellt werden, das Soziale, Sozialistische. Eine Tradition und Geschichte und Kontinuität des demokratischen Sozialismus sollten wieder thematisiert werden. In der ersten Reihe sollten alle diese Sachen stehen, die mit links verbunden werden. Gleichheit, Würde, Menschenwürde, Gerechtigkeit, aber auch Freiheit und Emanzipation. Also ich glaube, die Linken sollten sicherlich imstande sein, eine Vision anzubieten, die mindestens über die Grenze des Kapitalismus hinaus denkt, auf eine verständliche Art und Weise. Und das passiert bisher nicht. Die Linken sind reaktiv, die haben innere Kriege, die sind bei Kulturkriegen dabei von Konservativen oder Liberalen und sie kämpfen sich keine eigene würdige Position aus bietet keine andere Strategien an als Liberalen, die paternalisierend wirken oder Konservativen, die nur den Status quo erhalten möchten und diese Klassenteilung, die es gibt. Also die Linken müssen aus diesem Teufelskreis wieder raus und ich bin nicht überzeugt, dass aktuell das ganz einfach sein wird.
Aber wenn das jemand probieren möchte, dann würde ich ihm empfehlen, zu untersuchen, was die Menschen wirklich für Probleme haben an Orten, die vergessen werden durch das politische, durch die, durch das aktuelle politische Spektrum, und dass diese Sorgen in Zusammenarbeit umgewandelt werden, die nicht diese paternalisierenden Züge trägt. Das ist der, das ist diese Initiative Enteignung Deutsches Wohnen gelungen. Es war Door-to-Door-Kampagne, aber das waren die Aktivisten, die wirklich von Tür zu Tür gegangen ist. Das waren die Aktivisten, die sich, die Menschen sich emanzipiert haben. Und das ist einer der Wege, auch wenn das ein spezifisches Problem, schwer übertragbar ins tschechische Milieu. Aber diese Strategie und Herangehensweise ist übertragbar, auch wenn man ein anderes Thema dafür nutzen könnte. Ines, wie kann diese Entwicklung in Deutschland aussehen? Ja, ich muss einmal Apolena noch zustimmen, dass ich glaube, es besonders schlecht ist, diesen Kulturkrieg der Konservativen zu führen. Also da gibt es, glaube ich, nichts zu gewinnen. Und auch in der, im deutschen Wahlkampf war das sehr, sehr stark. Das habe ich vergessen zu erwähnen, dass es eine sehr starke Rote-Socken-Kampagne, so nennt man es, gab. Also dass der Mythos des Kommunismus oder der Mythos des Linksrutsches war so groß, dass die Konservativen eigentlich so stark wie lange nicht mehr gegen die Linke geschossen haben, obwohl sie gar nicht so eine riesige Gefahr war und obwohl Olaf Scholz bei aller Liebe kein Kommunist ist. Aber man hat gesehen, auf diesen Kulturkampf, darauf setzen die Konservativen, und ich glaube nicht, dass die Linke irgendwas gewinnen kann, wenn sie einfach nur sagt, ah, aber wir sind die Guten, und nein, das stimmt nicht, wir sind gar nicht so schlimme Sozialisten, sondern im Gegenteil wirklich voranstellt, wofür stehen wir im positiven Sinne und was für soziale Rechte verteidigen wir. Und gar nicht so sehr, wenn die Konservativen sagen, Gendern ist das größte Problem, dann sich auf dieses Thema zu begeben und nur noch darüber zu sprechen, dann kann die Linke nicht so viel gewinnen, sondern wirklich in bester verbindender Weise alle sozialen Rechte miteinander nach vorn zu stellen und nicht gegeneinander auszuspielen. Genau, aber ich glaube, dass es auch sehr, sehr schwer wird, wie gesagt, weil die Linke sehr, sehr klein geworden ist. Es gibt jetzt immer noch der Impuls von Deutsche Wohnen und Eignen wird, glaube ich, weitergehen. Also die Idee, auch in anderen Städten, auch in anderen Bereichen zu vergesellschaften, wird hoffentlich bleiben. Auch die Idee, dass man gewinnen kann, wenn man, wie Apolena gesagt hat, einen sehr klaren Plan verfolgt, also die Methoden von Organizing und Haustürgesprächen die ganze Zeit verfolgt und nicht nur im Wahlkampf, sondern wenn man eigentlich die ganze Zeit daran interessiert ist, was wünschen sich die Menschen eigentlich von uns als Linke? Also dieses gleiche Prinzip eigentlich dauerhaft durchzuführen und dann in bestimmten strategischen Kernbereichen so eine Strategie zu entwickeln, wie man diese Vision kommunizieren kann. Also man müsste in den nächsten Jahren, glaube ich, strategische Kernbereiche ausmachen, wo die Linke stark sein könnte und wo die Regierung wahrscheinlich versagt. Ich glaube, dann hat sie eine Chance. Sie hat keine Chance, wenn sie sich an der Europafrage, und in 2 Jahren wird es passieren, dass man sich wieder die Frage stellen muss, ist man für oder gegen Europa, wenn sie bis dahin keine schlüssige Strategie entwickelt hat, wie sie zu Europa steht, dann, glaube ich, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, bis in 2 Jahren sich wieder aufzubauen und zu erneuern, sondern es droht eher, sich noch mehr zu spalten. Und ich glaube, genau das darf eigentlich jetzt nicht passieren. Also die Gefahr ist sehr groß, aber ich glaube, alle müssten, es ist im Sinne von allen eigentlich, jetzt die Notbremse zu ziehen und eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und sich dabei nicht an Stellen verkämpfen, wo sie sich momentan nicht unbedingt verkämpfen muss. Also wirklich nicht darauf einsteigen, was die Konservativen ihr anbieten, sondern im Gegenteil an diesen eigenen Stärken anzuknüpfen. Und sie werden auf jeden Fall im Laufe der nächsten Jahre wieder Stimmen zurückgewinnen von Grünen und von SPD, von Leuten, die frustriert sind, weil sie sehen, dass die Regierung nicht gut arbeitet. Aber man darf sich nicht allein darauf verlassen, sondern ich glaube, gleichzeitig muss dieser Prozess stattfinden, dass man insbesondere im Osten, aber auch im Westen in den deindustrialisierten Gebieten, dass man da wieder eine eigenständige soziale Basis hat. Dann ist man nämlich nicht darauf angewiesen, wieder SPD-Stimmen plötzlich zu gewinnen.
Ja, vielen Dank. Die Zeit läuft so schnell. Wir sind schon eigentlich zum Schluss gekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Sprecherinnen für die interessante Diskussion und allen, die heute unsere Debatte online verfolgt haben. Ein großes Dankeschön geht auch an unsere Dolmetscher und Dolmetscherinnen und bis zum nächsten Mal bei einer weiteren interessanten Debatte. Vielen Dank. Dankeschön.